So, ein neuer Tag, frisch aufgestanden hier, gerade schon erstmal schön geduscht. Wir sind also picobello und gestriegelt und können jetzt natürlich wieder ab in unseren Laden, der auch jetzt gerade eigentlich schon geöffnet hat. Wir müssen mal gucken, der Harry ist bestimmt schon da, der hat bestimmt wieder vergessen, die Tür aufzumachen. So, angekommen und los geht es. Ab geht es. Harry, Alter, mach doch die Tür auf. Kann doch nicht sein, Mann. Da komme ich mal eine Stunde zu spät und du stehst da wie so ein Elch. Lass doch die Leute rein. Und normal, Alter, alles muss man hier selber machen. Ausgepackt hast du auch noch nichts, Alter. Was ist denn mit dir? Ich habe erstmal schön gestern Abend noch die Gurkens hier aufgebaut, Alter. Schöne Bio-Gurken. Mega. Naja, dann mit dem Sortieren, das müssen wir beim nächsten Mal vielleicht nochmal so ein bisschen üben. Hier so ein paar Frühstücksflocken. Jawohl. Und hier haben wir wieder ein bisschen Bleiche. Bleiche mit Frühstücksflocken. Jawohl. Kann man alles mischen. Und Chipstüten gehen immer. Ran damit. Wir haben ja noch mehr, wir haben noch mehr, ey. Ich meine, wenn du für 1000 Ocken einkaufen gehst, da muss aber auch was sein. Aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, irgendwie ist es mir so, als ob der Laden mal gesagt hätte, komm, wir können das auch liefern. Pro Lieferung, bla bla bla. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Da muss ich mal in meinem eigenen Gameplay nochmal nachgucken, wie das war. Alter, was wir hier schon alles haben, Harry. Alter, du sag doch mal was. Das lübt doch hier. Freu dich doch mal mit mir mit, ey. Kratsching. So, 500 Tacken in der Tasche. Ja, was machen wir denn für 500 Tacken? Ich glaube, ich gehe jetzt noch einmal Dosen nachkaufen. Du bist ja nur am Einkaufen hier. Dosen einkaufen. Einmal die komplette Range an Dosen nochmal nachgekauft, weil das echt gut läuft. Und alles, was dann reinkommt an Kohle, das müssen wir mal natürlich zurückhalten, auch fürs Darlehen. Vielleicht Dosen, Cola noch ein bisschen. Cola war aber billig. Das läuft ja immer. Soße geht auch echt gut. Ja, die Basics, ey. Aber Gurken und Gemüse, das läuft echt schleppend, ey. Na gut, also, gehen wir gleich nochmal shoppen. So, und damit endet die nächste Shopping-Tour hier schon wieder, ey. Shoppen ohne Ende. Erstmal alles hier schnell wieder reinbringen. Denn die Kunden sind gierig. Sie wollen mehr. Sie wollen mehr. Und was sie alles wollen, das kriegen sie auch, Alter. Katastrophe, Alter. Was man hier alles ranschleppen muss, ne? Aber ich meine, das muss irgendwie auch mit der Lieferung gehen. Ich muss das irgendwie mal in Erfahrung bringen, wie das klappt. Das kann es ja wohl nicht sein, ey, dass ich hier jedes Mal alles selber ranschleppen muss. Ah, hier klimpert's, da ist die Cola drin. Dann ballern wir mal hier hin. Vor allem ist natürlich auch gar keine Beschriftung hier drauf, ne, auf den Dingern. Das heißt, das ist hier absolut random, was dann da immer mit drin sein kann, ey. So, gerade eben wieder schön alles beladen. Hat so gerade eben alles wieder gepasst. Auch von der Kohle her war das ganz gut. Eine Soße ist mir rausgefallen. So. Siehste, komme ich auch gerade rechtzeitig. Also, Tür zu. Und dann packen wir erstmal hier wieder schön aus. Was haben wir denn hier noch alles? Ja, perfekt, Alter. So, Alter, die Bude, ne, die macht mich fertig. Erstmal ein bisschen wach werden, eine Runde duschen. So, dann lübt das wieder. Pinkeln machen wir auf der Arbeit. Aufmachen, Alten, aufmachen. Mach doch auf, Mann. Siehste, die Kunden, die warten doch schon. Schönen guten Tag, der Herr. Ha, wenn man die alles selber macht. Der brauchte Zahnpasta, Harry. Hast du doch gerochen, Mann. Verdorre ich nochmal und pinkeln muss ich auch. So. Viel besser. So, Harry, was macht denn eigentlich die Kasse? Hast du schon Abrechnung gemacht?
474, stimmt das? 474, ja, ist mal schön, hier wird ja was fressen. 50% Hunger, egal, gegönnt, ey. So, wir sind wieder topfit. 400 Ocken liegen hier jetzt gerade rum. Wir haben gerade richtig gut Kohle. Der Laden ist voll. Das heißt, im Moment können wir hier jedem Kunden, so gut wie jedem Kunden, etwas verkaufen. Dose Thunfisch, 12 Dollar. Perfekt. Läuft. Läuft wirklich. Guck mal hier wieder, Thunfisch. Alter, die ganzen Pumper, ne, die brauchen viel Eiweiß. Einfach nur Thunfisch, aber ohne Öl, ne? Thunfisch ohne Öl im eigenen Saft. So, was sagt denn die Kasse? Das ist noch nicht genug. Das ist noch nicht genug. Was wir bisher nur nicht hatten, bisher Orangen. Bisher sieht es gut aus. So, warten wir mal ein bisschen ab. Ich brauche 1000 Ocken. Pah! Alter, jetzt habe ich aber hier Stunden und Tage gewartet. Stunden und Tage gewartet. Es ist vom gesamten Inventar, ja, ich würde sagen, gut die Hälfte ist weg. Oder mehr als die Hälfte, gut 60% würde ich sagen, ist mittlerweile verkauft. Wir haben jetzt 15 Uhr. Kassieren wir nochmal ab. 1700 Ocken haben wir jetzt zusammen. Und ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass man nur mehr machen kann, wenn man hier noch einen zweiten Mitarbeiter einstellt für 2500. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann gleichzeitig an beiden Kassen Kunden ankommen. Und dass man dadurch dann doppelt so viel Kohle machen kann. Weil irgendwie, ich glaube, mehr als so rund 700 am Tag ist momentan irgendwie nicht drin. Und irgendwie fließt die Ware gar nicht schnell genug ab. Ich meine, ich kann ja so viel Ware hier drinne haben, verschiedenste Arten. Ich verkaufe ja jetzt so gut wie jedem Kunden verkaufe ich jetzt was, außer Frischwaren. Das heißt Joghurt, Bananen und sowas alles. Ja, mittlerweile sind jetzt hier auch mal irgendwie Hunde, Futter und so aus. Aber eigentlich verkaufe ich fast jedem Kunden etwas. Jawohl, jetzt habe ich 2,7 und für die Kohle gehe ich jetzt hier hin, stelle hier nochmal einen ein. Nochmal so einen Muskelmann dazu, Alter. Alten, ich hätte gerne noch so einen zweiten Kassierer. Zack. Da steht auch direkt, Alter. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Kriegt er gleichzeitig seine eigenen Kunden? Wenn nicht, würde ich sagen, absolut RIP. Jetzt hat er. Siste. Es kommen mehr Leute ran. Es kommen mehr Leute ran. Ich speichere hier nochmal wieder. 150 Kohle für die Rechnung hätte ich auch gleich. Das heißt, ich werde jetzt hier den Abend nochmal abwarten. Gucken, was da jetzt an Kohle reinkommt. Dann nochmal shoppen und dann nochmal prüfen, ob wir beliefert werden können. Und dann sehen wir weiter. Alter, und da ist es schon wieder dunkel. Ich mache den Laden mal wieder dicht. 22 Uhr. Die beiden Experten sind raus. Alter Falter, ich kann euch sagen, wir haben mittlerweile fast alles verkauft. Ich habe den Laden tatsächlich bald komplett leer verkauft. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir noch nicht so wirklich hier auf den grünen Zweig gekommen sind. Einmal alles leer verkauft und immer noch nicht so richtig die fette Kohle drin. Das heißt, ich muss dringend shoppen. Gucken wir nochmal gleich, was so drin ist jetzt hier in der Kasse. Das ist alles leer. Hier oben, das sind die kläglichen Reste. Mehr ist da nicht. Kratsching. So, das heißt, wir haben heute 900 noch was Tacken gemacht. In den anderen Tagen waren es um die 700 mit einem Kassierer. Jetzt mit zwei Kassierern 900. Es ist natürlich auch schon einiges weg. Es ist natürlich auch schon einiges leer, ne?
Nee. Jabba-Lieferung. Alter. Ich kann hier rüber bestellen. Banana, Strawberry, Biscuit. Alter, Oliven, alles. Uff, ich sehe natürlich die Preise nicht direkt, oder? Doch hier, Baguette. Okay, oh mein Gott. Okay, wir brauchen die Basics. Wir brauchen die Basics. Okay, haben wir noch Cola? Erstmal Cola bestellen. Muss ich da jedes Mal jetzt bestellen drücken? Plus 10 Versandkosten. Originalpreis 10. Und das geht alles auf nur auf von der Karte aus. Alles klar. Uff. Alter Falter. Das ist natürlich eine deutliche Erleichterung. Nichtsdestotrotz habe ich gerade das Gefühl, dass wir ziemlich abgebrannt sind hier. Yes, das war aber jetzt viel, ey. So. Na, das hat sich doch jetzt gelohnt. So, jetzt habe ich das hier bestellt. Ist das denn jetzt hier drin? Oder wird das erst geliefert oder was? Das ist natürlich dann die... Ah. Nee. Ach du Schande. Okay, das steht alles auf einem... Oh, das sind viel kleinere Kisten. Das ist nett. Packen wir erstmal alles rein hier. Was ein Geraffel. Dafür, dass das, oh Mann, ey. Das hat natürlich die gleiche Ware drin, aber jetzt einfach in kleineren Kisten, ey. Aber dafür ein besser, höherer Preis. Nicht schlecht. Eigentlich ist man ständig nur am Ware verräumen. Weiß nicht, ob das so gut ist. Eigentlich, ich würde ja lieber die Arbeiter die Ware vorräumen lassen und dann würde ich mich vielleicht noch an die Kasse stellen oder da die ganze, das alles irgendwie ein bisschen überblicken. Aber du bist ja hier ständig am Hasseln, ey. Tja, bisschen schwierig das Ganze. Ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Zwischendurch kamen schon die Fragen. Auch im Livestream hatten wir da ein bisschen drüber gequatscht. Lohnt sich das Game? Also lohnt sich, ich weiß es nicht. Wenn man ein bisschen Bock hat auf Trash, ja. Einfach so für den Spaß. Aber ich glaube, der Oberburner ist es zurzeit noch nicht, ne? Also dafür ist es einfach zu wild. Es ist wirklich einfach zu wild. Abgefahrenes, wildes Dingen, ey. Ja, wie gesagt, also es ist schon ein bisschen freaky. Ich meine, ich komme ja aus dem Handel, auch wenn es eher bei mir, wenn es sich eher um Alkohol handelt. Aber es macht ja schon irgendwie Bock. Guck mal, Eier. Aber es ist schon noch sehr, sehr rudimentär, ey. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde da nochmal ein bisschen mit reinschauen. Aber im Großen und Ganzen reicht's, glaube ich, auch. Reicht, glaube ich, auch. Sollte sich an dem Game noch ein bisschen was tun, schaue ich da gerne nochmal rein. Aber ich glaube, bis dato war es das erstmal mit dem Game. Wie gesagt, wenn sich da noch was ändert, wenn es da Updates gibt, gucke ich da vielleicht gerne nochmal rein. Ich hoffe, der kleine Einblick in das Game hat euch gefallen. Strangest Ding, absolut verrücktes Ding. Ist, glaube ich, meine, soweit ich das gesehen habe, ist das ein einzelner Entwickler auch, der da fleißig zugange ist. Und dieser einzelne Entwickler hat auch noch ein paar ganz wilde andere Games. Und ich glaube, da schaue ich auch nochmal rein, weil das war schon sehr lustig bis jetzt. Bis zum nächsten Video oder im Livestream Feierabend TV auf Twitch. Bis dahin. Tschüss. We'll be right back.